So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Brawlhalla gegen den Chris. Hallo, ich werde dich vernichten. Ja, Link gegen Cyber. Valve. Tja, Joel, ich würde sagen, du hast keine Chance gegen Link, weil Link ist einfach krass, ja. Ist das so? Also ich habe den Charakter echt unterschätzt. Ich habe gerade schon mit Chris für seinen Kanal eine Folge aufgenommen. Ich habe mal wieder Ender angefangen zu spielen und ich habe den echt unterschätzt, den Charakter. Also schon nice so an sich. Weil er halt sau schnell ist, ihr seht es vielleicht. Aber ich glaube, Val ist auch ganz schnell, ne? Ja, Val ist ziemlich schnell. Oh, Alter! Das hast du gut gedodged. Alter, heftig. Okay, hol ich mal Bombe. Oh, yo! Oh, durch die Bombe durch kann das fliegen. Krass, ne? Scheiße. Das ist ein bisschen special. Meine Maus ist gerade ein bisschen im Weg. Warte mal kurz. Ich hab gesagt, warte mal kurz. Ja, okay. Ich hab dich von davor weggeschmissen. Bereit? Okay. Ja. Ja, okay, das war unfair. Bereit? Ich war nicht, ich war nicht vorbereitet. Das war jetzt ein bisschen zu einfach. Komm her. Ich hab ja einen krassen Bogen und ich mach damit gar nicht so viel krasses irgendwie gerade. Nein. Aber du hast auf jeden Fall neue Farben für ihn. Ich grad, ja. Als in den letzten Runden. Richtig, habe ich gerade freigeschalten. Oh Gott. Aber beide schön kassiert. Scheiße. Alter, ich hasse diese Greifattacken, ne? Die sind so kacke. Ich find die so gut. Deswegen mag ich die Handschuhe so sehr. What the fuck, wie du mich wieder auseinander nimmst. Das gibt es du nicht. Schwing die Hüfte, Baby, schwing die Hüfte. Weil ich hab ja auch eine, der Bogen hat auch eine andere Farbe automatisch. Das ist nice eigentlich. Ja. Auch so ein krasses Grün. Ja. Okay. Ich meine, ich muss noch ein bisschen reinkommen in den Charakter. Okay. Okay. Er ist schon nice, aber ich habe noch nicht alle Attacken so auswendig. So, komm. Ja. Nein, nein. Da liegt eine kleine Mine. Hier auf dem Whisky. Okay. Oh, da ist auch eine Waffe. Da ist auch eine Waffe. Von dem stirbt die, ne? Wollte ich jetzt die Mine aufsammeln oder wollte ich vielleicht einfach nur meine Handschuhe wieder haben? Tja, das sind jetzt die Fragen des Lebens. Oh mein Gott. Oh nein. Shit. Wollt ihr es riskieren? Komm her. Komm her, du Kleiner. Komm. Lass dich auseinandernehmen. Lass dich einmal für die Folge auseinandernehmen, hm? Nö, dich kann ich einfach. Wir kämpfen fair. Okay. Und ich ohne Waffe, du mit Waffe, voll fair. Okay, hier. Ja, okay, hier und sonst die nächste, okay. Ah! Alter! Jetzt hast du eine Waffe und ich hab keine. Yo! Da war der Wolf! Ist das beeindruckend? Hoffe ich doch. I'm not impressed, bitch. Aber ich weiß gar nicht, wie man den Wolf macht, den hab ich immer bis jetzt auch so sehen gemacht. Nach vorne ist das, glaube ich, bei ihm. Yo, Alter! What the fuck? Dieser Dreh ist richtig geil hier, der hier. Alter, der kann richtig ownen, der richtig. Hier. Richtig. Ja, ja, kann ohne, okay, muss schon merken. Ja, witzig, Alter, witzig. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Runde. So, nächste Runde, neues Pech mit Orion gegen Terrors. Terrors zerstören. Orion wird euch aber. Terrors kaputt machen. Terrors kaputt machen, Mann in goldener Rüstung. Deine Gnade. Also mein Simpel hat mich jahrelang bei Kampfkunst gelehrt. Du hast keine Chance gegen mich. Warum habe ich mexikanischen Akzent? Ich weiß nicht. Ursprünglich ist er ein japanischer Mexikaner. Würde ich auseinandernehmen! Für meinen Meister! So, ja. Er ist nicht gut drauf! Ja. Er ist krank heute Morgen, hat nur so gegessen. Das ist so, oder? Was? Nein, nein! Was ist, war das denn? Das wird für Er hat aufs Maul bekommen. Ja, aber so richtig hart. Ja, nee. Ja, nee, weil jetzt wäre es zu easy gewesen, ne? Ja, wäre zu easy. Okay, da bin ich ultra langsam. Ja, jetzt ist Terrors back in business, bitches! Ich seh schon mich. So. Terrors macht das nichts aus, Terrors ist stark. What the fuck, diese Axt ist wieder so übertrieben, hast du gesehen? Folge von sich. In der dritten Person von sich. Ich hab deine Waffe kaputt gemacht, so wie es gehört. So wie ich deine Familie und. Na gut, erst dich und dann deine Familie auseinandernehme.
Oh, ich glaube, die Attacke war noch viel schlimmer als die Axt, also die Waffe. Du nimmst dich aber gerade schon auseinander, ne? Ja, ein bisschen. Alter, ich spiele aber auch gerade richtig dumm. Ja. Da, gute Chambers. Deswegen bist du so lila, weil du krank bist, ne? Ja, genau. Gott. Aua. Ja, mach mal. Boah, hey, hör auf mich in den Punkt zu pieksen. Ich mag das nicht so gerne. Nicht alle Leute mögen das so gerne. Was machst du da? Ja, offensichtlich nicht gut spielen. Habe ich das Gefühl. Habe ich auch das Gefühl irgendwie. Ich weiß nicht wieso, an was es liegt, aber. Ich habe mich so an die Fists gewöhnt. Mhm. What? Ja. Ich hatte auch schon übertrieben viel Schaden. Aber das ist halt auch die Stärke von Terrors. Er hat halt. Auf Stärke ist er fast voll. Ja, es ist wirklich krass. Wenn man sich die Stats mal von ihm anguckt, das ist also stärker ist er nicht. Und diese Attacke, ne, die ist einfach die ekelhafteste im ganzen Spiel. Oh mein Gott, nicht schon wieder so. Nein! Guck mal, wie ich jetzt einfach, wie schnell ich auf einem Leben runtergekommen bin. Das ist doch scheiße. Das ist ja gut. Aber ich habe 100 Millionen mehr Schaden als du. Zum Glück, ja, sonst hätte ich gar keine Chance. Oh, scheiße, Alter. Ich mag mich schon wieder wegen so einem Rotzsterben jetzt gegen Ende. Nein, weg. Tschüss. Warte. Axt! Und Axt! Ciao. Danke. Danke. Okay. Nächste Runde. So, nächste Runde. Und jetzt Orion vs. Hattori. Es steht 1-1. Mal gucken, wie es jetzt ausgehen wird. Hattori war auch mein erster Charakter, den ich gespielt habe. Den mir Noxie gezeigt hat. War ganz nice und ähnelt halt auch von den Sachen, von den Movesets auf jeden Fall Orion. Deswegen mochte ich Hattori auch. Hab mich aber dann letztendlich dafür. Am Anfang haben wir gesagt, Orion ist einfach Hattori in Rüstung, ne? Ja, ist so. Gott, wie lange das denn her ist, dass wir da die ersten Folgen aufgenommen haben? Dass ich dir das Spiel gezeigt habe damals. Und das ist einer der wenigen Spiele, die ich dir mal gezeigt habe, ne? Ja, das hast du ja mit Noxie zuerst auch gemacht. Genau, Nox hat mir das gezeigt. Das war krass. Alter, damit hast du mich noch getroffen. Alter! What the fuck? Alter! Orion. Ich hab mich gerade gefühlt wie so ein Meteorit, ey. Orion. Oh shit. Boah, der Move, das war mein Lieblingsmove, den du gerade gemacht hast, mich geoutet hast. Hello, Blade. It's cold. Was machst du da? Das ist eine Wand, ja. Ne? Du nicht durch. Ich hab das Gefühl, die Spin-Moves sind eher deine Lieblings-Moves immer. Ja, auf jeden Fall wieder. Ja. Weißt du? Ich hab Hattori. Ich hab eine Rüstung. Ich hab einen Speer. Ah, Orion. Orion. Oh, bestes Lied der Welt. Nicht. Also. So. Spa, komm, wir können jetzt beide den Helikopter machen. Du nach oben, ich nach unten. Ja. Helikopter Welt. Was soll machen? Komm, warte, ich gehe nach oben. So, okay. 3, 2, 1. Ja, okay. Das ist, geil. Das ist aber geil, wenn man aufeinander fällt. Ich habe keine Waffe mehr. Ja, hab ich den weggeschlagen. So, mach ich richtig. Hier, nimm meinen. Wall Jump, okay. Kann ich dich aufsammeln. Ich finde, das würde es cool finden, wenn man so vergleichbar. Alter, hast du das gerade gesehen? Ah, ich hab dich gepuncht und du bist einfach nur so zurückgeglitten. What the fuck, aber wie? Alter, das sieht richtig cool aus. Ja, total. Da ist er nicht so effektiv. Ja, ein Problem hochzukommen. Pimpernappel-Nappel-Fan! Tschüss. No. Ich sag mal Hashtag Tschüss. No. Da ist sie nicht so effektiv. Hashtag Tschüss. Ciao. Scheiße. Was? Einfach richtig dumm. Als ob das geklappt hat. Also. Nice. Aber da ist sie nicht so effektiv, ne? Oh shit. Ach komm, wir spielen das Minenspiel. Mit dem Krokodil, der Minenspiel. Ich spiele das Minenspiel mit dem Krokodil, ich bin der Kroko-Fighter. Jetzt in der Afghanistan-Edition. Ja. Jetzt die arme Kinderversion. Was? Weißt du, schwarzer Humor ist wie Essen, hat nicht jeder. Ja, das ist richtig.
Na, willst du die letzte Runde noch verlieren? Nein, ich will die nicht verlieren, ey. Deswegen. Nein, sieht gerade so aus. Hä, finde ich überhaupt nicht. Du hast sogar mehr Schaden. Geil im roten Bereich. Aber du bist im Rot, nicht orange. Das ist sehr ja, knapp, ich weiß. Im roten Bereich. Ich geh schon freiwillig. Ich bin nämlich blau. Ja. Du bist immer blau, habe ich das Gefühl. Natürlich. All day and all night. Für mich night. Ist blau kein Zustand, sondern eine Lebenseinstellung. Ja, genau. Kommst du jetzt oder muss ich hier lange auf dich warten? Ja, genau! Ja, gut. Dann würde ich sagen, das war's hier mit Brawlhalla. 2:1 mal gewonnen gegen Chris. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Euer Mystery. Habt einen schönen Tag.